Oh, da muss einer versteckt sein. Finden wir noch. Ist so gesperrt. Ja, wenn die Tornado noch nicht haben. Das heißt, wir müssen sowieso erst noch einen Schatz machen, um noch so eine Sternemünze zu kriegen. Geht sogar noch weiter nach rechts, siehst du das? Autostopper. Hießen die nicht Straßenhüte oder so? Das könnte sein, dass das umgangssprachlich ist. Ich google das jetzt. Ich google das jetzt. Straßenhut. Also Doppelsprung ist mit dem Auto nicht. Yes. Leitkegel, Verkehrsleitkegel, auch Pylon. Pylon, ja klar. Was du die ganze Zeit gesagt hast schon. Hatte ich? Ja, du hast die ganze Zeit Pylon gesagt. Ja, kann sein. Danke für die Bestätigung. Leitkegel. Ja, aber Straßenhut findet man auch. Ich muss es zweimal abfahren. Also, du hast es verpasst? Nee, beim ersten Mal habe ich freigeschaltet, dass die grünen Dinger aufgetaucht sind. Jetzt kann ich nochmal von vorne, um die grünen Dinger einzusammeln. Oh. Bisschen stressig, ja. Jo, und jetzt noch ein Ziel, das wird doch im Leben nichts mehr in 5 Sekunden. Das könnte vielleicht noch. Was machst du da? Ich dachte, du willst mal mehr rund um den Stern drehen. Nö, den sau ich jetzt nicht ein. Herrlich. Wir brauchen noch einen. Ja, guck mal, was weiter nach rechts geht. Dingens. Das wird später freigeschaltet erst? Ist das noch nicht der Endboss hier? Da oben wird wahrscheinlich noch ein Level sein, ne? Das kann auch sein, ja. Ja, da stand Bosskampf bei beim letzten, der ist gerade aufgedeckt ist. Wir haben auch das Tor kaputt gemacht. Ja, aber ich denke trotzdem, dass noch einer da kommt. Gut, dann machen wir erstmal den Showdown des... Was? Nicht gerade? Entschuldige. Wir machen selbstverständlich einen Gegenwart des Königs. Haben wir schon gesehen, wer dahinter steckte? Didi. Stimmt. Der hat doch Elfilin entführt. Der, wie ich herausgefunden habe, männlich ist. Meta. Nee, Maxi-Tomate. Da ist er. Das kriegen wir im ersten Anlauf hin, oder? Der hat ein Häschen hinten drauf. Das ist er nicht, pass auf. Urerzfeind. Vergiss DDD? Vergess? Was auch immer. Die Aufladung ist hier schlecht. Bitte. Oh, ja, okay. Nehmen wir mein Schwert wieder. Bei dem Kamerageruckel echt schwer. Und weg. Nicht weg? Doch weg. Steckt der wirklich unter der Maske? Ich glaube da noch nicht dran. Ja, will ich sehen. Nee. Walrost oder sowas. Wildschwein. Ja, genau, irgendwie sowas in die Richtung. Mist. Oh, hat er rote Augen. Thank you.
Lächerliche Ad. Komm schon. Nett. Das ist doch die Idee. Und er bleibt da wieder liegen. Na bitte, er springt also doch noch auf die Bergspitze da oben. Zeig ihn doch ein. Oh, macht. Oh, hör mal. Ging letztes Mal schon nicht, das wird jetzt bestimmt wieder nicht funktionieren. Wir haben ihn innerhalb von 2 Minuten besiegt. Ja, und Aphelin war da nicht mit dabei. Mhm, der fehlt ja auch noch. Weiche den Feuerangriffen aus, haben wir auch. Besiege den Boss mit einer Stufe 2 entwickelten Spezialpower. Und besiege den Boss ohne Schaden zu leiden. Mhm. Hä? Ist DDD eigentlich ein guter und wurde jetzt kontrolliert oder wie? Scheint so. Oh nein! Ein DDD haben wir zurückgelassen. Ein Waddle Dee. Oh. Anstatt wurde die einfach reinzuwerfen. Yay! Ja, aber komm, sehen. Das ist ja fast ein bisschen traurig. Hm. Von hier ging es automatisch ins nächste Level, in dem wir leider scheiterten. Da Adrian kaum noch Zeit hatte, entschieden wir uns dazu, beim nächsten Mal einen weiteren Versuch zu starten. Das machen wir jetzt schnell noch. Das Sterne-Ding. Dann können wir mich die letzte Fähigkeit noch finden. Kirby, der Vollstoff-Profi. Dann schluck die Pylon. Das ist irgendwie ein Déjà-vu, ging hier schon mal ein Level so los? Hm. Der Auf- und Abturm. Ja. Nee, die meine ich gar nicht. Ich meine, sogar davor hat man noch so ein Ding mit dem Pylon. Stimmt. Oh. Perfekt. Oh. Erschnappen lassen. Burns. Nicht. Weg bitte, danke. Keine Zeit für dich. So steht da noch ein Hase. Schluck den Ring. Ja, das Level hier kombiniert irgendwie alles. Hm. Den Sprung hätte ich doch richtig versucht. Ich hasse es auch, in diesen Gestalten zu springen. Oh Mann. Oh, fing gut an. Dein Ernst? Sind wir durch? Nee, ich muss da drüben noch was wegniesen. Den Energy Drink. Oder was ist jetzt für die Lava? Man hätte irgendwie auch einfach eine Eisfähigkeit herstellen können. Das geht darum, dass Kirby alles isst.
Karkasen. Boah, das war knapp. Ach ja, Auto noch, okay. Kiste. Oh. Ah, das sieht echt gut aus, das wird das Ende sein. Jo. Und das ist gerade noch richtig schön Kohle. 3 Minuten, ey. Das ist ganz schön lang für so ein Level. Dann kann jetzt sogar noch die Fähigkeit gepimpt werden. Ja, ein bisschen dunkel, das Ding. Mehr der Schmutztornado. Sturmtornado-Schanze, Wirbelwind, Sturmtornado-Prüfung. Die soll ja schnell gehen. Die Sturmtornado-Dinge machen immer schnell. Ich denke. Dann haben wir ja eine so eine Sternenbums-Geldwährungseinheit übrig, die wir gar nicht mehr brauchen. Aber gut. Was, wieso stehst du noch? Ich finde die Fähigkeit fast ein bisschen unübersichtlich. Ja, was überhaupt nichts mehr sieht, ne? Mhm. Gut, dann wird das jetzt Ballett. Wow, so viel Schaden macht aber nicht unbedingt jetzt. Hier gar nichts mehr in die Rechte, ne? Ich glaube, das besiegt schon, ja. Ich krieg auch trotzdem Schaden, dann bleibe ich an der dran. Okay, jetzt hat es sich ganz aufgelöst. Also Sturmtornado ist nicht stärker als Federina-Tornado. Oh, ein Furzlebensenergie noch. Haben wir es denn bald mal? Und welch? Okay, schaffst du noch. Schnell. Da wird sich eingeschwubbelt. Best sein, oder nicht? Die Zeit glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Nee, deutlich drüber. Am besten wäre vielleicht gewesen, den Tornado auszukotzen bei den Doppelfederinas und dann Sterne zu spucken. Ja gut, aus Zeitmangel beenden wir die Aufnahmesession jetzt und machen dann nächstes Mal wieder oben da auf der Bergspitze weiter.